Und es geht direkt weiter mit Pokémon X. Wir wollen den Rest von Route 19 erkunden, bevor wir dann letzten Endes in die letzte Stadt des Spiels aufbrechen wollen. Frescora City. Zuallererst mal, meine Pokémon wurden nicht alle wieder geheilt, ne? Nee, das muss ich natürlich mal wieder selbst machen, man kennt's. Kann ich auch gleich noch einen Paraheiler einsetzen, warum eigentlich nicht? So. Jetzt gilt es für uns noch eine Runde schwimmen zu gehen. Kaskade können wir ja noch nicht. Ich muss mir immer noch die Stellen mit dem Wasserfall merken. Weil das können wir ja noch nicht einsetzen. Erst tatsächlich nach dem 8. Arena-Orden. Hier ist wieder ein Doppelkampf. Wir Ranger entlocken den Pokémon ihre geheimsten Kräfte. Haben die das jetzt zweimal gesagt oder habe ich mich da nur irgendwie gerade verguckt? Okay. Beides Normal-Pokémon. Aber ich habe keine Kampfattacken. Aber das ist auch egal. Doch, habe ich. Trottel. Natürlich habe ich eine Kampfattacke mit Roma. Wenn auch kein Kampf-Pokémon selbst. Ach so, ja, Miltank ist noch schneller als Wummer. Oh, Spezialangriff gegen Stark ist immer nie gut, aber das dürfte trotzdem ausreichen. Nee, tut's tatsächlich nicht. Sollte man nicht unterschätzen, wenn etwas stark sinkt. Na, das ist nervig, dass Fiaro jetzt verwirrt ist. Bitte was? Ja, und schon wieder! Schon wieder ein Critical Hit. Sag mal, Junge, die wollen mich doch wirklich komplett auf den Arm nehmen hier, oder? Also das kannst du dir auch einfach mal nicht ausdenken, was hier passiert. Ich kann doch nicht, jeder zweite Hit gegen mich kann doch nicht ein Crit sein. Das ist doch völlig absurd. Irk. Okay. Wir werden gegen Tauros Aurasphäre. Nur für den Fall, dass Tauros versucht, hier meinen Fiaro anzugreifen, werde ich zu Starmie wechseln. Dann haben wir Wurmer und Starmie auch mal zusammen als Partner gesehen, wenn auch nur für kurz wahrscheinlich. Ja, genau. Der wird jetzt nämlich durch den Beulenhelm noch Schaden kriegen. Wir haben das Letzte aus uns herausgeholt. Doch du hast noch mehr Einsatz gezeigt als wir. Etwas, was man nicht bestreiten kann, scheinbar. Ja, was, hier ist überhaupt nichts, oder was? Ach, warte mal. Hier bei den Blättern. Nassbrocken. Oh lala. Hallo. Ist nicht etwas kalt? Das trübe Wasser hier kommt mir sehr gelegen. So kann ich meine Problemzone nämlich geschickt kaschieren. Okay, ja. Kann ich dir auch bei helfen? Oh ja, ich habe auch, ich habe meinen Volltreffer erzielt, das ist ja krass. Das ist ja ein Wunder. Meine Unzulänglichkeiten im Pokémon-Kampf lassen sich aber weniger leicht vertuschen. Das stimmt wohl. Zumindest nicht, wenn du gegen mich den Kampf aussuchst. Steinknochen. Weiß ich gar nicht, wofür man das benutzt. Eine Feentafel wäre mal wirklich schön. Als Pokémon Ranger müssen wir sicherstellen, dass Pokémon auch künftig ein angenehmes Leben führen können. Und das
deswegen möchtest du Pokémon gegeneinander Kämpfe austragen lassen. Ja, du bist ja ein Monster. So, auch das Viech wird von Wasserattacken wahrscheinlich eher weniger Schaden kriegen. Ich versuche es wieder mit Aurasphäre. Reicht leider wieder nicht ganz. Aber bei Wummer haben alle Attacken auf jeden Fall genug Angriffspunkte. Das ist sehr gut. Angriffspunkte dürften im Generellen kein großes Problem sein, schätze ich mal. Sehr gut. Da kommt man gar nicht weiter, ne? Nee. Aber kann man bestimmt die Treppe dann runtergehen. Sag mal, weißt du eigentlich, was man unter Parkour versteht? Ja. Du etwa nicht? Parkour kennt doch jeder. Ach, die haben auch nur Elektro-Pokémon, ey. Das ist auch wirklich unlucky. Sehr, sehr unlucky, dass die alle Elektro-Pokémon haben. Ist doch nur, um mir eins auszuwischen. Kann doch keinen anderen Grund haben. Groink. Ja, ich wechsle trotzdem auf Starmie. So, was ist Groink denn nochmal gewesen vom Typ? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir können ja einfach mal Strauchler einsetzen. Jo, das hält sich in Grenzen tatsächlich. Da macht der Beulenhelm ja wesentlich mehr Schaden als das. Was mit Donnerblitz? Auch das ist nicht so doll. Aber er ist paralysiert. Das ist sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Zauberschein, ich gehe einfach mal mein ganzes Arsenal jetzt durch. Der ist immer noch nicht down, aber jetzt wird er down gehen. Ich hoffe mal, ich werde nicht down gehen. Nee. Ja, dass Parkour nichts mit Pokémon-Kämpfen zu tun hat, ist mir schon klar. Du hast mich ja gefragt, was das heißt. Und ich bin jetzt einfach mal so frei und fange an, Top-Genesungen zu benutzen. Ich bin so reich, ja. Ich kann mir das leisten. Die Top 4 und der Champ benutzen übrigens auch nur Top-Genesungen, ne? Als Heilung. Dass ich das mal auch gesagt habe. Ach, jetzt wieder ein Stärkerätsel. Sehr gut, dass ich Turtok dabei habe. Oder nee, ich weiß gar nicht, ob es nee, ist gar kein Rätsel. Ist ja nur. Den Pokéball hat man vorhin schon gesehen. Hä? Ach so, okay. Ja, in gewisser Weise ist es doch ein Rätsel. Darauf muss man nämlich erst kommen, dass man das hier machen muss. Alter, ich brauche eine Feentafel, verdammt nochmal. Ich brauche keine Gifttafel. Ich habe kein reines Gift-Pokémon. Quatsch, ja, gut, ich kann auch zwischendurch mal speichern, aber das wollte ich eigentlich nicht auswählen. Das AP Plus möchte ich benutzen. Und zwar gebe ich Starmie mehr Surfer. Einfach, weil ich sonst nicht weiß, wo ich sonst benutzen soll. Jo, was geht ab? Wir müssen die Natur um unsere Pokémon geliebt... Wir müssen die Natur um unserer geliebten Pokémon Willen erhalten. Und was mit den Menschen ist, fragst du? Tja, die liefern sich Pokémon-Kämpfe. Gott, um Gott. Pff. Bitte macht niemand eine Compilation über all meine Versprecher. Die wäre eine Stunde 40 Minuten lang. Aber ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, dass ich immer sehr spät abends aufnehme. Was man auch daran sehen kann, dass es meistens nachts ist im Let's Play. Das wird nicht in allen Spielen so sein. In The Legend of Zelda A Link Between Worlds zum Beispiel ist das nicht so.
Aber dann wiederum ist es in Spielen wie zum Beispiel Animal Crossing, die machen das auch so, dass sie die Zeit vom DS nehmen und das als... Oder irre ich mich da, oder ist das nicht so gewesen? Ich bin mir das tatsächlich bei Animal Crossing bin ich mir tatsächlich unsicher. Aber ich glaube, das war so. Aber kann auch sein, dass ich mich doch täusche und die Zeit da einfach nur schneller vergeht. Aber ich glaube, wenn du abends in Animal Crossing reingegangen bist, zumindest die Startzeit ist dann immer die gleiche wie die. Da musste man doch sein DS umstellen, oder nicht? Die Zeit vom DS. Irgendwie so war das. Also es gibt Games, die benutzen die Zeit, die reelle Zeit, die im DS oder im Emulator eingetragen ist. Und dann gibt es noch welche, die benutzen das überhaupt nicht. Also es wird nicht bei allen Spielen so sein, dass es ein Nachtambiente ist, aber ich finde, guck mal, wie hell das hier ist. Also es ist zwar Nacht, aber es ist sehr, sehr helle Nacht, deswegen ist das in Ordnung. Ist Matschbombe nicht sogar was, was mein Wummer normalerweise immer konnte? Ich glaube, Matschbombe konnte Wummer. Ich glaube, Finsteraura konnte Wummer normalerweise gar nicht, sondern Matschbombe. Aber wir können jetzt auch genauso gut Finsteraura drin lassen eigentlich. Das ist jetzt auch nichts Verkehrtes. So, ich bin doch jetzt immer noch nicht... Ach so, doch. Doch, ich bin hier. Alles schick, alles super. Wir haben die Route komplett erkundet. Hier gibt es jetzt nichts mehr. Ja, man müsste halt nur mal wieder rausfinden aus diesem ganzen Schlammmassel hier. Ach so, geht hier. Hier komme ich gar nicht wieder raus. Das ist ja sehr schlau mal wieder gewesen von mir. Dachte, irgendwie gab es hier noch einen Gang, dass man wieder nach oben zurückkommt. Ach Gott, jetzt, ich bin ja wirklich komplett verloren hier. Einfach mit dem Fahrrad skillen. Mit den Fahrradskills einfach rüberjumpen. Wenn er hier mit dem Fahrrad rüberkommen würde, dann wäre es impressive, aber das kann er nicht. Glaub mir, das habe ich auch schon probiert. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Frust und Bitterkeit einer Niederlage in den Ansporn zum Sieg umzuwandeln. Frag nicht warum, doch ich erinnere mich nur an Kämpfe, die ich verloren habe. Mein Arc-Tipp war ein Geschenk meiner Großmutter anlässlich meiner Geburt. Ach so. So, wir können die schöne Fractalia City-Musik jetzt schon mal genießen. Ich werde einen Schluck trinken. Und ihr seht, es ist die letzte Stadt und die Schneestadt. Unfassbar schöne Musik. Hier haben wir sogar einen Rexblizzer. Beim sonnigen Wetter frieren Pokémon nicht ein. Wenn ich hier so stehe, kommen mir Erinnerungen an eine kalte Region weit, weit weg. Vielleicht würdest du dir ja gern das erste Lied anhören, das ich dort geschrieben habe. Ui, wie nett von dir, danke. Also das Lied geht so. Also wenn es dir gefällt, würde mich das natürlich über alle Maßen glücklich machen. Mir gefällt das Lied sehr gut. Versteh mich nicht falsch. Aber ich möchte kein Trinkgeld geben, weil ich geizig bin. Aber wenn ich dir sage, dass es mir gefällt, dürfte dir das ja ausreichen, ne? Seit vielen Generationen schon bringt meine Familie sogenannte mysteriösen Pokémon-Attacken bei. Ich kann Keldeo oder Meloetta eine Attacke beibringen. Okay, interessant. Kenne ich aber nicht die beiden Pokémon. Flordelis ist ein alter Freund von mir. Er hat immerzu nur versucht, die Not aller Menschen zu lindern und ihnen zu helfen. Doch irgendwann kam ihm der Starrsinn anderer in die Quere und er erkannte seine Grenzen. Was für eine Ironie, dass er so gelitten hat, weil er glaubte, der Welt könne nicht mehr geholfen werden. Ja, wohl wahr. Du da, versuch mal das hier. Protzer. Protzer pumpt den Körper auf, um Angriff und Verteidigung zu verbessern. Ich habe sie zwar nicht, aber die Fähigkeit Speckschicht schwächt die Stärke von Attacken der Typen Feuer und Eis. Aber wie gesagt, ich habe keine Speckschicht. Nee, das ist, so siehst du auch, um ehrlich zu sein, nicht aus. Zumindest, wenn ich mir mal deine Beine so anschaue. Wie hieß der Kerl noch gleich, Flordelis? Wenn schon größenwahnsinnig, dann richtig. Hätte er den Bürgern von Kalos versprochen, sie zu retten, wären ihm bestimmt noch mehr gefolgt. Ja, in einer gewissen Weise hat er es ihnen versprochen, aber halt nur denen von Team Flair, ne?
Fractalia City, eine Stadt kälter als jede Eiszeit. Dank der kalten Luft, die aus der Arena entweicht, kommt hier im Sommer jeder ohne Klimaanlage aus. Ja, im Sommer ist das dann vielleicht ganz schön. Nur im Winter ist es ja noch kälter dann. Mir gefällt der entschlossene Blick, mit dem du und dein Team mich anvisieren. Mein Sohn hat auch einst Assessia verlassen, um auf Reisen zu gehen. Ob sein Blick inzwischen wohl auch so erwachsen ist wie der deine? Wirklich? Dein Sohn ist in Assessia und du bist jetzt hier gerade hier? Das ist ja doch ganz schön krass. Bei mir ist es umgedreht. Meine Mutter ist in Assessia und ich bin hier. Ob ich nun irgendwo hingehe oder einfach nur hier bleibe, ist mir einerlei. Denn solange mein Pokémon bei mir ist, habe ich immer jede Menge Spaß. Beherrscht dein Pokémon die Attacke Tatami-Schild? Nein. Was ist Tatami-Schild? Das kenne ich auch noch gar nicht. Da kriegt man aber bestimmt so kleine Belohnungen hier, wenn man den... Beziehungsweise vorhin, der hätte dann eine Attacke beigebracht. Der hier hätte dir mit Sicherheit ein Item gegeben oder sowas. Guck mal, die Kinder, die hier rennen und spielen. Guck mal, was ich machen kann. Ich kann den auf... Das habe ich damals immer gerne gemacht. Die Kleine aufhalten. Und wenn die bei der Hälfte ist, loslaufen lassen. Und dann laufen die richtig schön parallel. Wir sind total synchron. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Wir sind vom Charakter her völlig gleich. Ihr seht auch völlig gleich aus. Das macht mir Angst. Wenn ein Pokémon einfriert, kann es absolut nichts mehr machen. Man muss aber auch sagen, dass es nicht gerade leicht ist, ein Pokémon einzufrieren. Nee. Das funktioniert manchmal mit Eisstrahl, glaube ich, aber auch nicht immer. Wollen wir tauschen? Mein Kazuhiro gegen ein Pummeluff. Nein. Da kann man wohl nichts machen, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Also man kann Pummeluff fangen. Pummeluff ist ein Pokémon, das kann man hier in der Nähe fangen. Und zwar auf der nächsten Route. Das werden wir dann... Nee, das werden wir nicht sehen, weil ich mir einen Topschutz reinballere. Aber da kann man auf jeden Fall Pummeluff fangen und dann kann man das ja eintauschen. Ich wüsste zu gern, was du mit deinem Team auf deinen Reisen so alles gesehen hast. Oh ja, da könnte ich Bücher drüber schreiben, was wir in dem Let's Play schon alles gesehen haben für Landschaften und was für Leute wir getroffen haben, ja. Was für Kämpfe wir ausgetragen haben. Das ist wunderbar gewesen. Wow. Gut, hier haben wir einen Kleidershop. Aber wenn ich mir so anschaue, was die hier anhaben, glaube ich nicht, dass die... Was? Die haben hier T-Shirts an, obwohl wir hier in der kältesten Stadt in der ganzen Region sind. Also hier ist nichts Schwarzes dabei. Ich sehe auch gut so aus, meiner Meinung nach. Das ist in Ordnung so, das passt. So, was hier los? Arena. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Wenn du nach dem Arena-Leiter suchst, der ist momentan leider außer Haus. Er sollte sich irgendwo im Irrwald aufhalten. Richtig. An den kann ich mich nämlich auch noch so leicht erinnern. Der Irrwald ist unsere nächste Anlaufstelle. Ob man seinen Gegner mit schnellen Angriffen besiegt oder ihn ganz langsam auslaugt, bleibt jedem Trainer selbst überlassen. Das ist das Tolle an Pokémon-Kämpfen. In der Tat, deswegen sind sie so vielseitig. Unter anderem deswegen. Und weil die Attacken per se ja auch von jedem selber entscheidbar sind, die Items, die man einsetzt, selber entscheidbar sind. Welche Pokémon man überhaupt in sein Team nimmt, ne, von den 10 Milliarden, die es im Pokédex gibt. Ach, wobei, nee. Ich mach Roller Skates, damit wir noch ein bisschen die Stadtmusik genießen können. Geweiht ist nie eine Lösung, selbst wenn es irgendwann mehr Pokémon und Menschen auf der Welt geben sollte als Sand am Meer. Also ihr seht schon, die haben hier alle auch mitgekriegt, was abgeht. Ne? Die ganze Welt wird davon mitgekriegt haben, auch in so einem einsamen Städtchen hier im Schneegebiet. Deine Reise und dein Streben danach immer stärker zu werden, haben dich also hierher gebracht. So viel Eifer muss belohnt werden. Ich werde einem deiner Pokémon die Attacke überhaupt beibringen. Die ultimative Attacke, bist du damit einverstanden? Ja. Welches Pokémon soll ich die Attacke... Was? Jetzt bin ich aber gespannt. Turtok kann die Attacke kein anderer von auf meinem Team. Aquahaubitze. Wir müssten noch irgendwo eine haben, die keine TM ist, genau. Felsgrab ist ja sowieso irrelevant für Turtok. Ich dachte, das ist so das, was jeder erlernen kann. Was ist denn... Nee, war denn nicht Beutel? Jetzt will ich auch mal ganz kurz wissen. Kann das dann nur Bisaflor, Turtok oder Glumanda? Oder Glurak, besser gesagt? Oh, 150er stärker. Angreifer setzt aber danach auch eine Runde aus. Okay, das ist das Handicap dabei. Aber das ist ja auf jeden Fall eine sehr starke Attacke. Also ein Feuer-Pokémon ist damit mit Sicherheit immer One-Hit. Wenn das einigermaßen trainiert ist, der Anwender. Mein Mann bringt den folgenden Pokémon die ultimative Attacke bei. Kategorie loderndes Feuer. Glurak? Ach so. Logok auch, Panferno, Flambirex, Phenexis.
Plätscherndes Wasser. Auch Quajutsu, also auch den... Ach so, Brigaron könnte also... Warte mal. Warte mal, sag mal nochmal die für die... Plätscherndes Wasser. Grüne Pflanzen. Ja, aber was ist denn da die ultimative Attacke? Ist das Holzgeweih? Ich frage wegen Brigaron nach. Da möchte ich jetzt aber mal ganz kurz schauen, was er Brigaron beibringen würde. Ich denke mal, wir werden Turtok jetzt nicht brauchen. Jetzt nicht mehr brauchen. Ich glaube, Stärke gibt es im Irrwald nirgendwo. Nur auf der Siegesstraße. Da braucht man den dann nochmal. Da brauchen wir, glaube ich, alle VMs nochmal. Fauna-Statue. Das hat 120, aber muss... Na, das hat 120er Stärke, man muss aber nicht aussetzen. Das ist, glaube ich, wesentlich besser. Holzhammer ist da schon in Ordnung. Aber gut, okay, es ist nicht Holzgeweih. Nee, dann war Holzgeweih doch, glaube ich, nur Xerneas. Ich glaube, dann konnte das... Brigaron konnte das nicht. Macht auch wenig Sinn, tatsächlich. Gewusst wie? Evoli ist ein ungewöhnlich flexibles Pokémon. Was aus ihm wird, entscheiden verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel, welche Art von Entwicklungsstein es bei sich trägt und zu welcher Uhrzeit die Entwicklung einsetzt. Das ist auch interessant. Ja, Evoli hat ganz viele verschiedene Formen. Manchmal sieht man Galanto in Richtung des Irrwaldes verschwinden, was er dort wohl treibt. Ja, Galanto ist der Arenaleiter übrigens. Und in den Irrwald geht's hier. Da gehen wir dann im nächsten Part rein. Also Leute, bleibt dran und bis dahin.